Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch mal zeigen möchte, wie ihr aus diesen Nail Patches bzw. auch aus den Nail Wraps auch ein French Design gestalten könnt. Und zwar, was ihr dafür braucht, sind solche Smiley-Schablonen. Also ich habe mir jetzt welche anfertigen lassen, das sind diese lilanen, die gibt es jetzt auch bei mir im Shop. Das heißt nicht, dass ihr ausschließlich diese Schablonen verwenden könnt. Ihr könntet zum Beispiel auch die aus dem Smiley-Shop, die ich ja auch anbiete, diese bläulich-glitzernden verwenden. So, jetzt habe ich es. Allerdings fand ich die ein bisschen zu schade, da ihr die so ein bisschen ja anschnibbeln werdet und weil die halt auch eine enorme Klebekraft haben und die hier haben eine mittlere Klebekraft. Man könnte die theoretisch auch für ein French Design nehmen, das wäre auch kein Problem. Aber für diese Nail Patches und Nail Wraps bringt es euch nichts, wenn die kleben wie Zunder, denn ihr müsst die ja auch wieder ablösen können. Und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, ihr nehmt euch ein Patch oder ein Nail Wrap eurer Wahl. Hier habe ich das Ganze schon mal ausgeschnitten. So sieht das dann nachher aus. Und ja, ich nehme mir jetzt hier einfach dieses hier und werde ich euch das zeigen? Am besten, ich muss mal gucken, ich habe hier so einen Mustertipp vorbereitet, da werde ich das mal auftragen. Der dunkle Hintergrund, dann seht ihr halt besser diese Smiley-Line. Jetzt werde ich mal schauen. Ach, wir nehmen mal das hier mit dem Häschen, das ist ganz putzig. So. Und dann nehme ich mir einfach eine von diesen Schablonen, löse mir die ab. Also die gibt es halt auch nur in dieser einen Form, in dieser einen Variante. Wie gesagt, ihr könnt auch, wenn ihr sagt, nö, das ist mir doof irgendwie, dann nehmt halt die vom Smiley Shop. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ne? So. Und dann mache ich es so, dass ich, also ihr könnt diese Folie, diese Schutzfolie, könnt ihr abnehmen bei diesen Schablonen. Bei den anderen habe ich es noch nicht probiert, da müsst ihr mal gucken, ob ihr das dann trotzdem noch abbekommt. Ich denke mal schon, weil das ja eine glatte Oberfläche hat, dieses Nail Patch und auch bei dem Nail Wrap, denke ich mal, dass es trotzdem funktioniert. So, dann müsst ihr halt gucken, wo möchte ich das French haben. Also wie weit nach oben soll es in etwa gehen. Ich sage mal jetzt in etwa hier so. Also werde ich den Smiley-Sticker auch so ansetzen. Moment, jetzt muss ich mal kurz die Perspektive wechseln. Bin ich noch im Bild? Ich hole euch mal ein Stückchen näher dran. So. Und dann lege ich mir die Smiley-Schablone halt da an, wo ich sie hinhaben möchte. Also ihr müsst immer gucken, wenn ihr natürlich ein Motiv habt, was jetzt, sage ich mal, mittig des Nail-Patches ist und ihr möchtet sozusagen genau dieses Motiv haben, müsst ihr die Schablone natürlich höher anlegen, denn der Überschuss, der übersteht, den könnt ihr nachher sowieso entfernen, das ist nicht so relevant. Aber das Motiv, was halt drauf sein soll, da muss halt diese Smiley-Schablone sozusagen mit der Smile-Kante enden. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So, jetzt klebe ich die einfach auf das Patch drauf. So, drücke mir das ein bisschen fest und jetzt nehme ich mir einfach eine Nagelschere. Also ich sag mal so, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Studio-Variante. Das ist eher so für diejenigen, die das selbst zu Hause machen. Und ja, es dauert halt ein bisschen. Es sei denn, ihr sagt, okay, ich schneide mir ein paar von diesen Patches einfach vor. Und wenn eine Kundin kommt, die sagt, okay, ich will sowas haben, dann habt ihr das halt gleich parat. So, jetzt schneide ich natürlich nicht an dieser Kante lang, sondern hier an der unteren Kante. Ne? Da schneide ich dann lang. Und wenn ihr sauber und ordentlich schneidet, also die Schablone sozusagen nicht mit anschnibbelt, dann könnt ihr die natürlich auch nochmal verwenden. Also da müsst ihr die nicht gleich wegtun. Da könnt ihr die dann auch für den zweiten, dritten, vierten, fünften Patch halt auch noch verwenden zum Ausschnippeln. So, jetzt haben wir hier, Moment, das hat sich jetzt natürlich so ein bisschen abgeschoben durch das Schneiden. Und jetzt haben wir hier unser French Patch. Hier ist der Rest. So, die Schablone, wie gesagt, könnt ihr, ups, ja, genau. Und wenn das nämlich so stark klebende Schablonen sind, dann könnt ihr den Teil hier wahrscheinlich nicht unbedingt wiederverwenden. Ihr könnt auch, das war jetzt, glaube ich, eine blöde Idee, dass ich hier diese Folie abgezogen habe. Wenn ihr nämlich den Teil, der übrig bleibt, nochmal verwenden möchtet, lasst am besten diese Schutzfolie drauf, denn zieht ihr euch das Patch nicht gleich wieder mit runter. So, und die Schablone, die könntet ihr jetzt, also ich habe sie jetzt hier aus Versehen an der einen Seite ein bisschen angeschnibbelt, ihr könntet die aber rein theoretisch einfach nochmal verwenden für das nächste Patch und so weiter und so fort. So, zack,
Und los geht's. Also wir haben jetzt hier unsere ausgeschnibbelte Smile. Jetzt habe ich hier meinen Mustertipp und da werde ich das jetzt aufbringen. Und zwar löse ich mir das wie gewohnt ab. Also jetzt könnt ihr das sozusagen verarbeiten, so wie das Patch halt zu verarbeiten geht. Das hatte ich ja schon mal gezeigt, wie ihr das am besten machen könnt. So, jetzt habe ich mir das Teilchen hier abgezuppelt. So, und jetzt müsst ihr das natürlich so platzieren, dass die Smile-Line halt hinhaut. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das für euch in eurer Perspektive so hinbekomme. Und zwar, Moment, ich muss mal ein bisschen tüfteln. So, ich lege das jetzt mal an und hoffe, dass es einigermaßen gerade wird, weil ich das jetzt nicht so gut sehen kann. Moment. So. Das müsst ihr dann natürlich aus eurer Perspektive machen, sodass ihr das halt auch gut erkennen könnt. Sonst wird das nichts mit einer geraden Smile-Line. So, und dann drückt ihr das einfach fest. Wenn ihr natürlich auf euren Nägeln arbeitet, benutzt Handschuhe. Ich brauche das jetzt hier nicht unbedingt, ist ja nur so ein Mustertipp, um euch das mal zu zeigen, dass ihr damit halt auch eine ganz tolle Smile kreieren könnt. So, ich drücke das jetzt hier schön fest. Und ihr seht ja auch, das zieht sich auch immer richtig toll glatt, diese Patches. So. Und hier seht ihr jetzt, dass ihr eine wunderbare Smile-Line habt. Wie gesagt, ich habe den Untergrund in so dunkel gewählt, damit ihr wirklich sehen könnt, dass da halt auch wirklich eine Smile-Line entstanden ist. Natürlich hättet ihr hier jetzt euer Nagelbett, euer Covergel, was auch immer. Das könnt ihr euch ja aussuchen. Aber so könnt ihr halt sehen, dass man damit halt auch eine Smile-Line kreieren kann. Ja, ich finde, das ist eine super Sache, weil manche sagen ja, Full-Cover ist nicht so mein Ding. Naja, dann nehmt euch einfach so eine Schablone und schneidet euch ein French aus. Und wenn euch das jetzt mal passiert ist, also die hier sieht jetzt recht ordentlich aus, meine Smile-Line, wenn ihr jetzt euch ein bisschen verschnitten habt oder euch das jetzt nicht so gefällt, dass hier jetzt so eine olle Kante ist, dann könnt ihr da natürlich auch noch mit Glitzer so eine kleine zarte Linie lang ziehen. Das hat dann auch nochmal so einen ganz tollen Effekt. Und ja, das ist halt so ein Vorschlag von mir, das kann man halt auch machen. Oder ein paar Steinchen dann dran kleben, ein paar Pailletten oder sowas. Das geht natürlich auch. Ja, ich hoffe, mein Vorschlag oder meine Idee gefällt euch halt mit diesen Smile-Line-Stickern. Die heißen im Shop Nail Patch Smile Sticker, falls ihr die suchen wollt. Nur mal so. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nacharbeiten und sage bye, bis zum nächsten Mal.